Nach 10 Jahren Bauzeit ist die Schiersteiner Brücke zwischen Wiesbaden und Mainz eröffnet worden. Ein Mammutprojekt, das auf der Autobahn 643 im westlichen Rhein-Main-Gebiet regelmäßig für Staus und zeitweise für Verkehrschaos sorgte. Obwohl nicht alle Bauarbeiten abgeschlossen sind, können von morgen an Autos größtenteils auf 6 Spuren fahren. Heute wurde die Strecke feierlich freigegeben. Es gab aber auch Protest. Heute waren noch keine Autos auf der Schiersteiner Brücke erlaubt. Feierliche Eröffnung mit dem Bundesverkehrsminister. Ein wichtiger Abschnitt des 6-spurigen Ausbaus der A643 zwischen Mainz und dem Kreuz Wiesbaden ist abgeschlossen. Der Neubau dauerte fast 4 Jahre länger als veranschlagt. Die Kosten rund 250 Millionen Euro. 34 Millionen mehr als geplant. Mich machen Baukostensteigerungen natürlich nicht glücklich, aber wir dürfen an diesen Fragen ja nicht verzweifeln oder irgendwas deswegen in Frage stellen, sondern wir müssen vorankommen. Wir müssen die Investitionen tätigen, die gebraucht werden. Und wir können sie nur zu den Preisen tätigen, die eben der Markt vorgibt. Die alte, Anfang der 60er Jahre gebaute Brücke war nur für 20.000 Autos pro Tag ausgelegt und trotz Sanierung irgendwann marode. Der Neubau, ein Mammutprojekt. Baupannen sorgten für jahrelange Verzögerungen und Verkehrschaos. Der Neubau besteht jetzt aus 2 Brücken, eine für jede Fahrtrichtung. Auf hessischer Seite ist die Autobahn 6-spurig, auf rheinland-pfälzischer Seite noch 4-spurig. Hier sind Naturschutzgebiete wie der Mainzer Sand, um die sich Umweltschützer sorgen. Sie protestierten heute gegen den geplanten weiteren Ausbau. Neue Autobahnen, große Autobahnen ziehen auf jeden Fall immer mehr Verkehr an. Und da habe ich einfach keinen Bock drauf. Wir brauchen nicht immer mehr und mehr und mehr und mehr Autobahnen, sondern wir müssen auch mal gucken, ob wir vielleicht teilweise das Auto nutzen, teilweise die Bahn nutzen und vielleicht auch irgendwo mit dem Fahrrad hinkommen. Rechtlich ist der geplante 6-spurige Ausbau noch nicht abschließend geklärt. Ab morgen früh ist die Schiersteiner Brücke dann für alle freigegeben. Die neue 1,2 Kilometer lange Rheinbrücke ist für 90.000 Autos pro Tag ausgelegt.